Hier in Garmisch-Partenkirchen läuft zurzeit die Herbsttagung der Evangelischen Landessynode in Bayern. Die Herbsttagung widmet sich traditionell dem Thema Geld und Finanzen. In diesem Jahr gibt es eine Sondersituation durch außerplanmäßige Mehreinnahmen bei der Kirchensteuer. Kann die Landessynode in diesem Herbst einen Nachtragshaushalt bewilligen, also mehr Geld ausgeben als geplant? Der größte Teil geht in die Kirchengemeinden, um die Arbeit dort zu stärken. Aber, und darüber freue ich mich sehr, es ist auch vorgesehen, 3 Millionen Euro von diesem Nachtragshaushalt zur Unterstützung der Altenpflege bei der Diakonie einzusetzen. Das ist erstmalig so. Und mit diesem Geld können wir eigentlich wichtige Modellprojekte finanzieren. Wir planen zum Beispiel an ausgewählten Standorten Modellprojekte im Bereich der Sterbebegleitung. Viele Menschen erleben ja in einem Pflegeheim oder zu Hause bei der ambulanten Pflege ihre letzten Lebenstage und Lebensstunden und brauchen da eine besondere Begleitung, so wie wir es etwa in den Hospizen kennen. Und dafür braucht es eben Schulung der Pflegekräfte. Es braucht aber auch ein bisschen mehr Zeit, etwas mehr Personal. Das ist im Moment in der normalen Finanzierung der Pflege so nicht vorgesehen. Und wir können jetzt mit den Modellprojekten einmal zeigen, was möglich wäre, wenn man etwas mehr Geld auch zur Verfügung hat, um diesen Bereich zu stärken. Ich finde, das ist eine urchristliche, urevangelische Aufgabe, gerade in diesem Bereich Profil zu zeigen. Und ich freue mich deshalb, dass die Landeskirche gerade für diese Aufgabe mehr Geld zur Verfügung stellt. Das ist ein starkes Zeichen.